Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge sind wir mit dem Mars Live Tower gelandet. Ich musste leider das Ganze nochmal spielen, weil seit dem letzten Mal irgendwie das Spiel sich aufgehängt hat und somit den Fortschritt gelöscht hat. Bedeutet, ich musste alles neu machen, die komplette Landung, die kompletten Transfer. Deswegen hat sich einiges verändert, auch von der Leistung, die wir noch übrig haben. Ich habe es irgendwie besser hinbekommen als erwartet. Was wir jetzt aber direkt machen, ist eine Landung vorbereiten. Und zwar nicht mit der Kapsel, die schaut nicht mehr so gut aus. Wir nehmen die Kapsel hier. So. Wir haben hier drei Piloten. Wir nehmen hier dich. Moment, die Piloten sind hier gleich oben, habe ich die stationiert gehabt. So. Ich will aber Gelefsa hier. Crew transferieren. Transfer. Transferring beginnt. Ja, wo läuft sie hin? Läuft sie noch? Ja, scheint die Position verlassen zu haben. Es hängt auf jeden Fall. Also das typische Zeichen dafür ist, dass sie weg ist. So, dann haben wir hier Tagis. Also meine Wissenschaftler, wenn ich mich nicht irre. Yesat, genau, Wissenschaftler. Und auch Hendur. Hendur geht hier mit. Hendur wird Crew transferieren. Hendur macht einen Transfer hier rein. Und dann muss natürlich noch ein Techniker mit. Dankeschön. Und dann kommt von unten noch einer mit. Da sind dann meine Techniker drin vergeben. Ey, ja, ist gut. So. Und hier nehmen wir Senbrechts. Crew transferieren. Transfer. Oh, die ist voll, okay. Das ist natürlich ungut. Dann geht als erstes mal der Wissenschaftler runter. Techniker kann jetzt sonst was nachkommen. Okay, dann. Hä, hey, was? Ist das jetzt hier abdocken? Und erstmal Abstand zum Originalschiff bekommen. Ah, ne, war noch Abstand. So. Erstmal den Abstand wahren. Die paar Meter pro Sekunde werden sich bald auszahlen. Wir können uns ja schon mal Retrograde ausrichten. Insgesamt 900 MS für die Landung bereitstehen. Nahrung und Trinken ist dabei. Genauso wie Energie für eine kurze Zeit. Für den Boden sind auch gleich wissenschaftliche Tests vorgesehen. Ich hoffe, wir schaffen eine nahe Landung. Ah, die Flugbahn trifft sich eigentlich sehr, sehr gut. Add Manöver hier. Bisschen runter. Bisschen wieder Gas geben und dafür die Luftbremsung nicht vergessen. Außerdem kann ich ja jederzeit runterbremsen. Es geht eher darum, dass man weiß, dass man relativ präzise drüber landet. Das ist dann eher die Herausforderung. So, okay. Vorbereiten für die Landung. Da sehen wir unser Transferschiff, das hier schön rumschwebt jetzt. Da unten ist Duna. Wir landen außerdem. Ei, ei. Hier vorspulen. Ich bin gespannt. Ich nehme das jetzt auch
einen Tag vor der Veröffentlichung auf, weil ich einfach wieder voll den Stress habe. Ihr seht auch noch, ein weiterer Mars Live Tower ist in der Umlaufbahn. Einfach weil ich es geschafft habe, original, doch mit dem SAS kaputten Teil zu landen. Ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen habe, aber es hat funktioniert. So, die Funkverbindung sticht. Alter, hier ist eine massive Funkverbindung. Also die Verbindung ist echt brutal, was wir haben. So, wir nähern uns Punkt X. Eine Minute noch. Ihr seht schon, wir fliegen hier auch mit Monotreibstoff. Es ist ein komplett anders designter Lander wie sonst. Also es ist echt mal komplett anders designt von mir wie sonst immer. Meine Standard-Länder schauen eigentlich immer anders aus. Wir aktivieren auch gleich mal die Triebwerke. Die haben natürlich schon ein bisschen was verloren. Doch RCS. Ich hätte es eigentlich nochmal auftanken können und jetzt 1000 gehabt. Aber das reicht ja auch für uns. Es reicht ja. Oh, die FPS. Es ist so schön, wenn man wieder FPS hat. Einfach so gucken kann und die FPS sind da. Einfach wahnsinnig schön. So, gleich ist es soweit, dann starten wir die Triebwerke hoch. Einfach mit Ruhe durchbrennen. Wir sind schon suborbital. Perfekt. Bedeutet, unsere Flugbahn sollte wie geplant nicht sein. Scheiße. Was sieht es aus? Besser gut. Nun geht es in die Atmosphäre rein, zack. Schön in die Sonne blicken. Man sieht so auch, wie es reinstrahlt. Wenn ich mich so drehe, dann geht die Sonne weg. Voll cool. Wir sind nun in der Atmosphäre. Meter/s sind noch da. Ich hoffe bloß, dass wir das nicht verpassen. Nochmal runterbremsen. Nochmal normal ausrichten. Der Lander ist wenigstens so gemacht, dass er das wirklich alles kann hier auch, ne? Er kann schnelle Adjustierungen durchführen. Was für uns natürlich für die Landung immer besser ist. Jetzt hätte ich wahrscheinlich am Ende zu viel gedacht, dass wir brauchen. Okay, wieder antiradial ausrichten. Wir dürfen ja die Fallschirme auch nicht vergessen.
Aber präzise Landungen auf Duna habe ich noch nie durchgeführt. Also habe ich schon mal durchgeführt, aber halt jetzt schon seit langem nicht mehr. Schauen wir mal die Höhe. Eigentlich müsste irgendwo der Länder sein. Die Frage ist, wo? Wo nicht so viel nicht mehr so viel Energie noch in den Antrieben drin. Wir haben auch keine Rover, sondern wir müssten zu Fuß laufen. Was nicht der Plan wäre. Fallschirm öffnen. Sollten relativ gut drüber sein jetzt dann. Perfekt. Versuche immer noch jetzt hängt's gerade. Ich sehe es, da unten ist er. Braucht er noch zur Landung was? Aber wir sind sehr nah dran, von daher ist alles gut. Das ist die Base. Ist das nicht der Plan? Okay, dann heißt es jetzt Beine ausfahren und Embrace for Impact. Aber wir sind nah dran. Hätte schlimmer kommen können, wir sind echt Fußmarsch entfernt. Und ihr seht auch, wir sind sehr, sehr eigentlich nah. Also echt nah an der Station. Es hätte viel schlimmer kommen können. Es hätte echt viel schlimmer kommen können. Nee, hier ist nichts mehr dran. Alles leer. Aber es ist wenigstens echt ein kurzer Fußmarsch. Was wollen wir mehr? Schlimmer wäre ein langer Fußmarsch oder sowas.
8 Meter pro Sekunde sollte aushaltbar sein. Vor allem mit guten Füßen, die gut für Landungen da sind, von daher. Schau mal, vielleicht wird auch ein bisschen. Ne, hat funktioniert. So wie wir das wollten. Perfekt. Leitern ausfahren. Dann als erstes ein EVA für dich, für den Wissenschaftler. Der Pilot muss noch in dem Fall alles checken. Du kannst loslassen, mein Freund. Du bist jetzt offiziell auf Duna. Schau dir das an, diese schöne Oberfläche. Wunderschön. Kann ich dir das anstatt deines Gerätes hier anvertrauen? Einen Fallschirm kannst du eigentlich auch hier lassen. Brauchst du nicht. Das geht nicht, schade. Okay. Er soll aber auch gleich, wenn er schon mal hier ist, Oberflächenproben und EVA-Bericht starten. Weil, oh, ist das schön. Diese Menge an Wissenschaft. Oh, so toll. Er muss sich jetzt halt hier so auf dem Weg. Alter, wie wabbelt denn der? Wabbel, 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 wabbel. Hat er wieder wabbelt. Es sind über 200 Wissenschaft. Oh, so schön lecker. So schön lecker. So viel Wissenschaft. Mm. Toll. Oh. Ich sehe nur die Zahlen nach oben marschieren und denke so. Ich weiß bloß nicht, warum er so wabbelt. Also wenn ihr seht, der Kopf, das ist doch nicht mehr normal. Da kriegt man ja Spastiken. Da oben ist der Turm. Lauf zum Turm. Wie weit sind wir gekommen überhaupt schon? Dann dreh dich mal um. Ich bin mal für eine Flagge. Ha. Schön. Der falsche rum. Die Marsianer sind wir. So. Er hat die Flagge aufgestellt. Jetzt kommt noch der andere. Jetzt müssen wir natürlich wieder zurück zu. Ja, die Flagge ist doch. Nein, du bleibst stehen. Ich hasse dieses Wobbel, Wobbel. Ich hasse es. EVA. Er hat sogar einen blauen Anzug, lol. Sie, oh, Entschuldigung. Sie hat. Das ist nur eine Wetteranalyse. Wir brauchen noch den Grund-PC, bitte. Da ist der Probencomputer, glaube ich, oder? Das müsste der Probencomputer sein. Dann nimm doch von mir das hier. So. Das war jetzt nicht der Plan. Und lauf zu ihm vor. Lauf. Wir müssen nicht beide jetzt dann noch zum Tower laufen. Damit sie dort Leben kriegen. Aber cool. Oh, wir sind auf dem Mars. Unsere erste Bodenstation hier.
geht's zwar, Gelaffer geht's nicht so gut wegen Radiation, aber hier kriegt er wenigstens keine mehr. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ihr seid die ersten Marsianer, die es hier gibt. Und damit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.